Hallo ihr Lieben, heute habe ich nochmal zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber meine Stimme ist immer noch nicht so 100% wieder, wie sie eigentlich ist. Irgendwie geht das einfach nicht weg. Meine Erkältung ist schon relativ gut, also sie ist eigentlich fast weg. Der Husten ist auch fast weg, aber irgendwie ist meine Stimme immer noch total... Und ja, wir fangen gleich mit dem ersten Buch an, was ich euch heute zeigen möchte und zwar ist das... Fällt es mir auch noch aus der Hand. Und zwar ist das Flammenliebe von Alexandra Eimi. Das ist der zweite Teil dieser Reihe. Und zwar ist das eine Drachenreihe. Es ist Urban Fantasy für Erwachsene. Es gibt Erotik in dieser Geschichte. Und man kann die Bücher natürlich unabhängig voneinander lesen. Weswegen ich jetzt auch den zweiten Teil unabhängig vom ersten gelesen habe. Und ich erzähle euch erstmal wie immer, worum es in diesem Buch jetzt hier genau geht. In diesem Buch geht es um Torque. Und Torque ist ein Drachenkrieger. Er ist quasi ein Sklave von einem richtigen Drachen, denn er ist nur ein Halbdrache. Torque wurde als Kind von seinem Vater an den Drachen Synge, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht, verkauft und ja, arbeitet dort jetzt quasi als Sklave. Und Torque hat sich aber hochgearbeitet, also er ist jetzt ein richtiger Drachenkrieger und er ist für das Töten bekannt und arbeitet für den Sohn von Synge. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Sohn heißt. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ging es um den Sohn im ersten Teil. Ja, auf jeden Fall ist Torque ein Drachenkrieger und arbeitet für ihn. Und es gab eine Prophezeiung. Und in dieser Prophezeiung ging es darum, dass Torque gemeinsam mit der Tochter von Synge... sie heißt Rhea, einen ganz großen verlorenen Schatz findet, sofern die beiden heiraten werden. Und ja, da das ja Drachen sind, leben die natürlich um einiges länger als wir Menschen. Und so sind Drachen erst mit ihrem 100. Lebensjahr quasi volljährig. Und ja, deswegen hat Torque bisher seine Rhea nur ein einziges Mal gesehen und das ist 50 Jahre her. Da war ihre Verlobungsfeier, ihre offizielle und ja, jetzt ist es halt soweit und die beiden sollen den Bund der Ehe quasi eingehen. Und dann ist es aber so, dass Rhea verschwindet und keiner weiß so wirklich, wo sie hin ist. Und das passt Torque natürlich gar nicht, denn er fühlt sich von ihr bloßgestellt und das geht natürlich gar nicht, dass sie einfach mal abhaut, obwohl sie heiraten sollen. Und so macht Torque sich auf die Suche nach Rhea und ja, ist ziemlich sauer und denkt sich, was bildet sich diese Frau eigentlich ein? Und ja, dann findet er sie und dann stellt er ganz, ganz schnell fest, dass Rhea eine ganz, ganz andere Frau ist wie damals vor 50 Jahren und dass sie ganz, ganz anders ist, wie er es erwartet hat. Und in diesem Buch geht es schlussendlich darum, was Rhea eigentlich dazu bewegt hat, zu verschwinden und was passiert, wenn Torque sie gefunden hat und ob die beiden am Ende eine Chance haben, eine reelle oder halt natürlich auch nicht. Und ich muss sagen, dass ich die Handlung im Großen und Ganzen gut fand. Ich mochte den Verlauf der Geschichte. Das Buch hat mich relativ gut unterhalten. Ich bin dran geblieben auf jeden Fall an der Geschichte. Also es wurde jetzt auch nicht langweilig zwischendurch. Aber ich hatte ein ganz, ganz großes Problem und das war dieses Angeschmachte. Oh. Ich habe in meinem Neuzugänge-Video schon gesagt, dass ich immer noch auf der Suche bin nach einer Reihe, die so ähnlich ist wie die Gestaltenwandlerreihe von Nalini Singh. Und da ich Drachengeschichten liebe, habe ich es halt jetzt mit dieser Geschichte probiert, aber leider kommt dieses Buch auch nicht an die Gestaltenwandlerreihe von Nalini Singh ran. Dieses Buch ist eine gute Geschichte, es hat mich super unterhalten, aber es hat mich halt einfach nicht mitgerissen. Dieses animalische, angeschmachte, du bist mein, du gehörst mir, das ging mir in diesem Buch ein bisschen auf den... Und ja, also ich muss sagen, die Erotik in diesem Buch hält sich in Grenzen, also es gibt... nicht sehr viel erotische Szenen, was ich gut finde, aber dieses Angeschmachte und dieses Animalische, dieses ich will dich und du gehörst mir und du bist mein und das war mir einfach ein bisschen zu viel. Und das hat mich ein bisschen, ja, genervt beim Lesen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und das hat für mich das Ganze auch so ein bisschen, nicht kaputt gemacht, aber das hat das Ganze für mich so ein bisschen nervig gemacht. Und ja, deswegen war das Buch dann für mich auch nicht rundum perfekt. Auf jeden Fall, Handlung mochte ich. Wie gesagt, mal abgesehen von diesem Angeschmachte. Der Verlauf der Geschichte hat mir auch gut gefallen. Ich hatte zwischenzeitlich sogar mehr Interesse an dieser Nebengeschichte von der Love Story her, die hier noch erzählt wurde, wie die eigentliche Geschichte. Denn es geht in diesem Buch noch um einen Frostelfen, der eine Frau trifft und in die er sich eigentlich nicht verlieben darf, weil sie der Feind ist. Und dann passiert das aber halt trotzdem und dann, ich fand die Geschichte zwischen den beiden streckenweise echt viel interessanter als die Geschichte von Torque und Rhea und das sollte ja eigentlich nicht sein. Aber naja, wie gesagt, das Buch hat mich im Großen gut in Handlung, Handlung war gut, ich mochte den Verlauf der Geschichte. Ich fand das Ende gut. Ich war auch am Ende sehr, sehr überrascht, was diese Schatzsuche betraf, was ja in dieser Prophezeiung, die Torque gemacht wurde,
ja, prophezeit wurde. Und also das Buch, wie gesagt, war nicht schlecht, hat mich auch gut unterhalten, aber es war halt nicht ganz perfekt. Und das fand ich ein bisschen schade, weil, wie gesagt, dieses Angeschmachte war mir einfach zu viel. Ansonsten, was die Charaktere betrifft, mochte ich Torque und Rhea sehr. Es sind beide sehr, sehr starke Charaktere, es sind beide sehr dickköpfige Charaktere, es sind beides Menschen, in Anführungsstrichen, die halt sich durch, die sich durchzusetzen wissen, die auch wissen, was sie wollen und was sie definitiv nicht wollen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das hat eine gute Dynamik zwischen den beiden hergestellt und hat auf jeden Fall immer wieder für Spannungen gesorgt. Ansonsten, was die Nebencharaktere betrifft, fand ich die auch ganz cool. Ich fand diesen kleinen Gargoyle, der hier noch mit drin vorkommt in diesem Buch, der war wirklich niedlich. Auch wenn der einem streckenweise wirklich ein bisschen auf den Sack ging. Aber das war halt gewollt. Der ging halt auch den Charakteren auf den Sack und die hatten den am liebsten auch immer getreten und in die Wüste geschickt. Und ja, das fand ich auch richtig süß. Also, was die Nebencharaktere betrifft, kann ich mich nicht beklagen, denn wie gesagt, gerade diese Geschichte zwischen dem Frostelfen und der Feindin, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten, was das Setting betrifft, hat es mir im Großen und Ganzen gut gefallen. Wir haben ja ein normales Setting, also wir haben ja unsere Welt. Dann haben wir natürlich diese Fantasy-Elemente, also es gibt diese Drachenhöhlen, die voller Prunk sind und Gold und die sehr pompös sind und das fand ich auch gut beschrieben. Ich konnte mir das Ganze auch sehr, sehr gut vorstellen, also vom Setting her kann ich mich da auch nicht beklagen. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und was den Schreibstil von Alexandra Ivy angeht und die Übersetzung, kann ich mich auch nicht beschweren. Das ist ein lockerer, leichter Stil, also man kommt gut durch die Geschichte, man stolpert nicht, es zieht sich nichts. Ich habe das Buch, glaube ich, auch an zwei Nachmittagen gelesen, also ich bin sehr, sehr schnell durch die Geschichte gekommen und ja, wie gesagt, es war ein gutes Buch, es hat mich gut unterhalten, aber es konnte mich halt nicht richtig packen und das fand ich ein bisschen schade. Ich kann euch Flammenliebe empfehlen, wenn ihr Lust auf Urban Fantasy Geschichten habt für Erwachsene mit ein bisschen Erotik, wo halt auch das Animalische so ein bisschen im Vordergrund steht und ja, also wie gesagt, es ist eine gute Geschichte, es hat mir Spaß gemacht, das Buch zu lesen, aber es konnte mich halt nicht vollauf begeistern. Aber das ist halt manchmal so, kann man nicht ändern, aber ist eine gute, solide Geschichte, die ich euch wirklich empfehlen kann, wenn ihr sowas mögt. Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist Game of Destiny von Geneva Lee. Das ist der dritte Teil der Love Vegas Reihe. Und ich hatte ja vor kurzem die ersten beiden Teile schon in einem Video vorgestellt. Deswegen wollte ich jetzt nicht nochmal eine Reihenvorstellung machen, weil es ja quasi das gleiche Video wäre, weil ich ja über den dritten Teil nicht wirklich viel sagen kann. Und ja, ich würde das jetzt auch so machen, dass ich alle bitten würde, die den dritten Teil noch nicht gelesen haben, abzuschalten, denn ich würde jetzt spoilern, ich würde nochmal auf den Inhalt ein bisschen eingehen, weil sonst brauche ich über dieses Buch eigentlich gar nicht reden und das fände ich doof. Also ihr seid hiermit alle offiziell gewarnt, ich habe jetzt eine Spoilerwarnung rausgegeben, schaltet ab, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, ansonsten bleibt einfach dran und ich komme jetzt mal auf Game of Destiny zu sprechen. Ja, zum Inhalt. Was kann man zum Inhalt sagen von Game of Destiny? Wir haben ja am Ende vom zweiten Teil diese Mega-Bombe gehabt, die geplatzt ist von der FBI-Agentin, ne? Wo sie halt meinte, dass der Nathaniel West ja mit seiner Tochter geschlafen hat und die muss noch Jungfrau gewesen sein. Das war für mich echt der mega krasse Schockmoment in der Geschichte. Da bin ich auch ewig nicht drüber fertig geworden, weil ich finde sowas einfach widerlich, ganz ehrlich, so... Boah, sowas ist einfach nur ekelhaft. Und dann war es ja noch so, dass Emma im zweiten Teil in diese Suite gegangen ist, um sich mit diesem Callgirl zu treffen. Und ich denke, jeder von euch hat hinten im zweiten Teil dann noch weitergelesen, wie hier der Anfang vom dritten ist. Und wir wissen alle, dass es Monroe ist. Und ich muss so sagen, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Und genau hier setzt ja der dritte Teil dann wieder an, genau da, wo der zweite aufgehört hat. Und das fand ich gut. Ich muss sagen, dass vom Inhalt her ich mit dem dritten Teil nicht hundertprozentig zufrieden bin. Ich fand... die Handlung im dritten Teil im Großen und Ganzen gut und solide, aber für mich hat hier so ein bisschen die Spannung gefehlt. Ich fand, es wurde im dritten Teil zu schnell alles aufgelöst. Es wurde zu schnell aufgelöst, wer der Dealer ist. Ich meine, es war auch irgendwie ziemlich schnell alles dann auf einmal sehr offensichtlich. Einerseits fand ich das Ende gut und ich fand die Auflösung gut. Aber andererseits ging mir das alles einfach zu schnell und zu hoppla hopp. Das fand ich halt ein bisschen schade. Ich hätte mir hier gern so ein bisschen mehr noch drum herum gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass wir hier im dritten Teil noch ein bisschen mehr Spannung haben, die aufgebaut wird und nicht, dass alles so pam, 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 pam aufgeklärt wird. Und ich meine, dieses Buch hat nur 250 Seiten, wie die vorigen Bücher ja auch. Aber das ging mir dann doch am Ende so ein bisschen zu schnell alles. Und ja... Das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten, was die Handlung in dieser Geschichte betraf, wie gesagt, fand ich es ganz gut. Es ging mir halt alles nur ein bisschen zu schnell. Ich fand, es war dann zu schnell aufgeklärt, wer der Dealer ist. Es war dann zu schnell, zu offensichtlich, wer der Mörder ist. Ansonsten muss ich sagen, dass ich das Ende echt krass fand. Ich habe mir am Ende nur gedacht, so, die hat sich jetzt umgebracht. Josie hieß ja ihre Freundin, ne? Die hieß Josie. So, Josie hat sich jetzt von der Balustrade gestürzt und hat sich umgebracht. Und das FBI hat ja schon die ganze Zeit vermutet, dass
Jameson und Emma irgendwie damit drin hängen, jetzt dieser Verdacht, dass sie den Mord begangen haben, der war ja entkräftigt quasi. Aber ich habe mir dann gedacht, so, sie stürzt sich jetzt darunter. Woher dankt jetzt das FBI und woher weiß jetzt das FBI, dass die nicht geschubst haben? Es hätte ja auch einfach mal sein können, dass die darunter geschubst haben, so um alles zu vertuschen. Wisst ihr, was ich meine? Das war mir am Ende zu wenig Aufklärung und zu wenig Erklärung einfach. Das ist mir einfach hier zu viel Spielraum, der offen geblieben ist. Und das fand ich halt auch so ein bisschen schade. Das hat das Ganze für mich so ein bisschen unrund gemacht. Ansonsten, was die Charaktere betraf, ich fand Emma im dritten Teil so ein bisschen dämlich, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich fand, sie hat zu wenig kapiert. Für mich war sie eigentlich immer so, dass sie rüberkam wie eine intelligente junge Frau, die auch sehr, sehr schnell begreift und sehr, sehr schnell auch Zusammenhänge erkennt. Ich meine, sie hat das ja auch mit dem Dealer rausgekriegt und alles. Also trotzdem war sie für mich in manchen Situationen einfach so ein bisschen so naiv und so unbedacht. Und wo du dir dann denkst so, das ist so offensichtlich, warum weißt du das nicht? Das hat für mich nicht so 100% mit ihrem Charakter so zusammengepasst. Wisst ihr, was ich meine? Aber ansonsten mochte ich Emma wieder sehr. Ich fand es gut, dass sie allem auf die Spur gegangen ist, dass sie alles herausgefunden hat. Und ich meine, ich fand das ja auch mit der Schwester im zweiten Teil total krass, ne? Alter. Ja. Ansonsten, was Jameson betrifft, den haben wir hier ja, ich fand Jameson jetzt im dritten Teil irgendwie ein bisschen, der hatte zu wenig Screentime, der kam mir ein bisschen zu wenig drin vor. Ich fand seine Rolle in dem Ganzen im Endeffekt ein bisschen zu schwach. Das fand ich im ersten und zweiten Teil definitiv besser. Ich fand ihn hier im dritten Teil ein bisschen blass, muss ich ehrlicherweise sagen. Er war zwar immer mal da und er war, wenn er da war, auch präsent, aber er hat jetzt für die Entwicklung der Story und dem Ganzen nicht wirklich viel zu tun. Und das fand ich ein bisschen schade. Und ja, also was die Charaktere betrifft, war das für mich jetzt auch nicht alles rund. Das war okay. Es hat mich, wie gesagt, unterhalten, das Buch. Ich wollte auch wissen, wie es ausgeht. Ansonsten, was das Setting betrifft, befinden wir uns hier natürlich wieder in Las Vegas. Und wir sind dann zwischendurch noch an einem anderen Ort. Das fand ich irgendwie auch sehr, sehr merkwürdig, dass sie auf einmal, ich spoilere ja jetzt hier sowieso schon die ganze Zeit, ich fand es auch merkwürdig, dass sie auf einmal auch nach New York fliegen konnte. Einfach so. Das hat ihre Mutter nicht gekratzt, ihren Vater nicht gekratzt, ihre beste Freundin nicht gekratzt, obwohl die alle vorher übelstes Aufsehen drum gemacht haben. Und das fand ich schon sehr, sehr merkwürdig. Und ich habe mir gedacht, die lassen die jetzt einfach machen. What the fuck? Vorher hat es immer alle gestört, wenn sie ja nicht, sie durften ja nie irgendwo alleine hin oder irgendwo alleine was machen. Und auf einmal hat es keinen mehr gekratzt, wo sie ist. Und ich dachte mir nur so, das passt jetzt hier alles nicht so zusammen. Und ja, das hat mich auch ein bisschen gestört. Also ich muss sagen, wie gesagt, kommen wir nochmal auf das Setting zurück. Im Großen und Ganzen war das Setting gut. Ich konnte mir alles gut vorstellen. Ich konnte mir die Szenen gut vorstellen. Das hat alles gepasst. Genau wie der Schreibstil, der war wie in den ersten beiden Teilen locker, leicht und einfach. Und man hat keine komplizierten Sätze oder irgendwas in diesem Buch gehabt. Es kam aber halt in diesem Buch auch nicht leider so viel Spannung auf, weil dadurch, dass halt alles sehr offensichtlich war, hatte ich halt auch das Gefühl, man hat einfach alles jetzt vor die Füße geklatscht gekriegt. Und da war einfach für mich am Ende dieses Kreative hat für mich am Ende einfach ein bisschen gefehlt. Ich hatte am Ende das Gefühl, die Autorin hatte keinen Bock mehr. Die wollte die Geschichte jetzt zu Ende bringen. Deswegen klatscht sie uns jetzt alles vor die Füße, nachdem sie in den ersten beiden Teilen so mühevoll alles aufgebaut hat, um Spannung zu erzeugen. Bam, am Ende jetzt platsch, platsch, platsch. Thema erledigt. Und das fand ich ein bisschen schade. Und ja, es gab halt viele Sachen für mich, die einfach hier nicht richtig gepasst haben. Wie gesagt, wie diese New York-Sache und auch Emmas Verhalten teilweise. Das hat für mich alles leider nicht mehr so ganz zusammengepasst. Und auch am Ende, das war alles ein bisschen schwierig. Ich muss leider sagen, dass der dritte Teil für mich der schwächste war und dass ich das Ende, ich fand die Auflösung im Endeffekt krass, wer es war. Und ich fand halt auch krass, dass sie das nicht wusste, dass das ihr Vater ist und er sie auch nicht erkannt hat als seine Tochter, weil sie ja eigentlich auch aussieht wie ihre Mutter. Und es war schon sehr schockierend alles, aber ich fand die Auflösung am Ende einfach zu schwach. Ich fand, das hätte man irgendwie besser machen können, da hätte man mehr Spannung reinbringen können. Und ich fand das halt einfach schade, weil es war so viel Potenzial für den dritten Teil da. Und irgendwie hat es die Autorin aber nicht hingekriegt, das Ganze ordentlich zu verpacken, meiner Meinung nach. Und dadurch wirkte das Ende für mich halt ein bisschen schwach. Und leider muss ich echt sagen, dass der dritte Teil der Schwester für mich von allen ist. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer ich habe diese Reihe beendet. Ich fand das Ende im Großen und Ganzen okay. Ich fand halt, wie gesagt, das alles ein bisschen zu offensichtlich. Ich fand halt, wie gesagt,
manche Verhaltensweisen nicht ganz cool, aber was willst du machen? Es ist eine gute, solide Geschichte. Ich weiß jetzt, wie die Reihe ausgeht. Das waren zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher und wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.